wir gehen rein, Digga. Ich bin dein größter Fan. Ja, das war wenigstens ein bisschen Qualitätscontent. Jetzt müssen wir nur noch 5 Minuten kein Gegentor kriegen und sind Meister. Und was ist jetzt los? Ist der Ton gut? Ton ist gut. Eure Meinung zu Fritz am Kick? Was? Max hat ihn umgekickt? Oder du panikst hier. Blitzer können wir nicht gebrauchen. Schau mal vor, der flitzt extra wegen Trimax dahin. Der ist ja wahrscheinlich auch, weil er zu ihm gerannt ist und Trimax nietet den einfach um. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Macht euch gespannt für den absolut kranken Fußballkrimi. Gewinnen wir heute, sind wir Meister. Nachteil ist jetzt nur, die ganzen Influencer spielen. 5 gute Spieler, der Rest nur Influencer. Influencer 1. Aua. Sascha läuft. Verpiss dich, du Hurensohn. Schubst da mal direkt 2 Spieler vor sich her. Sascha, ja, Emotion. Sascha, heute, wie fit bist du? Halt's Maul. So, okay. Du musst denen den Spaß von Anfang an nehmen. Lauf der Dreier gut, aber auf dem Spielfeld Konsequenz. Max. Sauber, Max. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe dieses Fußball-Event gar nicht gesehen, aber Digga. Ja, okay, Digga. Digga, wie der geflogen ist, Bruder. Was? Mit der Defensive! Er hat diesen Flickflack gemacht. Holt den Ball zurück. Nein, aber das brauchen wir. So muss gekämpft werden. Gut gezeigt, wie er. Ja, das. Ah, geht dann alles vorbei. Nein! Ganz simpel, Mann! Wie steht der James hier einfach noch? Oh, ist das Hand? Linienrichter! Westfahne unten! Das war die Hand Gottes! Ey. Mark Eggers ist drin! Jetzt will ich euch hören, Chat! Mark King Eggers! Mark fragt noch, wie spiele ich Fußball? Er hat doch einen stabilen Hintern, ne? Oh. Wo hast du denn das gelernt? Ey, der Alex hat mir gerade noch erklärt, wie man schießt. Alex Keck in der Mitte, Mark! Der Alex hat gerade erklärt, wie man schießt, Bruder, mit X. Mit X und Kreis. Hey, der hat doch so eine schöne Reingabe. Da ist er, guck mal noch die Hand an. Ja. Warum bin ich denn nicht da mit dem Kopf hin, du Vollpfosten? Digga, da muss die Birne doch hin. Flugkopfball, du Fettsack, Alter. Fettsack, Alter. Ich sag euch eins, wenn Marc in Bar kommt, nach 10, 15 Metern und sein Tempo gefunden hat, dann ist er da. Das mag. Guck mal, wie der fliegt, Digga. Da sieht man es nochmal. Guck mal, wie der fliegt. Digga. Team Mallorca ist am Start. Bitte nicht auf meine Hose achten, es gab nur noch Eis. Ich feier das wie Arschbetont. Dein Hintern ist brutal, ne? Cam auf jeden Fall an, sonst nicht, aber nicht nerven. Genießt bitte, anstatt Cam irgendwas. Oh, wer ist das denn? Oh, bitte nochmal Replay, hier kommt. Ja, das ist der erste Fail. Stolpert er selber? Guck dir mal, wie Noah läuft. Ich liebe Noah. Und hier auf den Ball. Eieieiei, das ist bei FIFA zu Hause ein bisschen anders am Controller. Knossi und Adam auf dem OMR. So, herzlich willkommen. Jetzt wird hier genetzwerkt. Hallo. Fit sie so. Gut. Diesen Roboter, der springt. Wer bist du denn? Jens heiße ich. Hallo Jens. Ja. Das habe ich überall auf TikTok gesehen. Ich bin Amika. Du guckst ja wirklich in die Augen. Ich versuche es zumindest. Ist das ein bisschen blöd, dass ich dich auch irgendwie attraktiv finde? Nein, das ist vollkommen verständlich. Das war schon ein Clip von diesem Roboter irgendwie. Ich will unbedingt so einen haben. Der ist krank, der spricht mit dir, guck dich an. Ganz kurz, wenn wir uns demnächst irgendwo mal wieder treffen. Ich habe mit dem heutigen Tag meinen Namen ein bisschen geändert. Wie denn? Ich bin jetzt KI Pflaume. Ich hätte gern das als Sidekick in meinem Stream. Wie, als Sidekick in deinem Stream? Einfach als Sidekick. Künstliche Intelligenz und wie sie uns bald ersetzen wird. Mein RTL! Das ist ein Rentner auf einem... Ja, okay, Alter, die Werbung ist... die wird wahrscheinlich... Alter, was? Okay, die Werbung will ich mir aber angucken, Mann. Die ist ja heftiger gemacht als, keine Ahnung, mein ganzer Kanal. Fahrer. Und das ist ein Flugzeug.
Aber das hier ist keine Wasserflasche. Es ist eine Air-Up-Flasche, die normales Wasser in überraschend leckeren Geschmack verwandelt. Ja, okay, Alter, das ist schon übel krass gemacht. Fluggäste auf unserem Flug erwarten uns in kurzer... Hast du eigentlich Partner? Die Frage, Bruder, denkst du, jemand will mit mir kooperieren? Hast du mal meine Videos gesehen? Spaß, Mann. Zeit, ein paar leichte Turbulenzen. Hilfe! Hilfe! Baby, wir haben! Und das sind jetzt Turbulenzen ausgelöst von einem geisteskranken Pilot. Ja, okay. Aber zurück zur Flasche. Wie ist das möglich, dass einfaches Wasser so gut schmeckt? Das Geheimnis dabei sind die Duftpols, denn durch ihr Aroma nimmt dein Gehirn Geschmack wahr. Scheiße, bleib, ich spring runter! Ich kann fliegen! Ich fliege! Schau mal, das kleine Ding da oben, das ist ein solcher Aromapod. Sie über... Digga, Alter, diese Werbung, what the fuck, Mann? Digga, pssch! Bewirb dich doch mal bei Seven vs. Wild. Nein, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich kann im Sommer nicht mal überleben. Ich kann im Sommer nicht mal überlegen, weil ich wegen jeder Scheiße Allergie habe. Digga, da kann man ja jetzt irgendwie, so habe ich mitbekommen, eine Flasche mitnehmen. Ich würde das alles mit Taschentüchern mitnehmen. Digga, also, und ich soll da in so Wildnis gehen. Gib mir einen Tag, ich bin weg. Ich lieg dann so irgendwo so im Gebüsch oder so. Digga, Hilfe, ey. Übermitteln natürlichen Geschmack. Nein, Schatzi, komm schnell! Und dieser Geschmack entsteht, wenn die Luftbläschen im Wasser an den Aromapod gelangen. Ah! Drecksau. Jetzt liegst du da wie Schmutz am Boden, Digga. Digga, hör doch auch so dämlich aus. Geh ab. Es ist keine Wasserflasche. Alter, das ist schon krass. Das ist schon, also wirklich. Kann ich Auswechselspieler sein? Autocheck, Bruder. Kurze Hose bei Sommer, Hemd, altes von Opa, fertig, Digga. Das ist mein Outfit-Check. Das war mein Outfit-Check, Bruder. Hemd von Opa, beste. Ist gemütlich. Ich werde nur ausgewechselt für Elfmeter oder Freistoß. Das ist eine geile Taktik, von der habe ich noch nie gehört. Man bringt dich nur so für den Elfer und wechselt dich sofort wieder aus. Ja, genau. Finde ich geil. Da ein, zwei Leute aus. Dennis? Sascha in der Mitte. Okay. Elfmeter! Hugo kommt rein! Da kommt er! Er hat jetzt die Meisterschaft auf dem Fuß. Wir haben ein Jahr Fußball gespielt, damit Hugo jetzt die Meisterschaft klären kann. Was ist das spannend? Der Torwart macht irgendwelche Gesten. Hugo! Wir müssen heute gewinnen. Triffst du, sind wir Meister. Verschießt du, sind wir nicht Meister mit der ganzen Mannschaft. Wir müssen heute gewinnen. Wir haben ein Jahr Fußball gespielt, damit Hugo jetzt uns die Meisterschaft klären kann. Musst du sagen, den Druck stellt zustand. Ja. Geil. Hugo! Nein! Das ist so krass, das ist auch wirklich so krass gemacht, auch so Spannungsaufbau, also Spannungsaufbau, weil du halt wirklich so, du guckst dieses Video an und ich kannte das Ding davor natürlich nicht und du so, mach das oder mach das nicht. Du mit diesem Stranger Things Ding, what the fuck, Alter. Alter, es ist noch alles drin, ein Tor und der SV Harzberg wird Meister. Jetzt, Eckig, der ist da, Dennis, in der Mitte, Schrei mal so laut du kannst, wenn du dich gerade richtig doll freust. Was? 3A! Angenehm. Musst du einmal. Ja! Die Taktik geht auf. Arschbretter da. Hey, ihn kennt man doch nur, oder? Oh nein! Oh nein! Was macht der da, Digga? Was? Ja, sofort. Du hast mich erkannt. Ja, ich hab's schon mal gesehen. Von TikTok. Von King Thomas, Tumdance. Tumdance? Mach mal den Tumdance. Kann ich jetzt nicht. Ich bin ja König des Internets. Welcher bist du? Ja, ich bin König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird. Da brauchen wir solche wie dich. Das müssen wir mal besprechen. Wir sollten uns unbedingt den Kontakt austauschen.
Woher kennen Sie mich? Von Flair. Digga! Der Rapper? Ja, ja. Was? Ich hab alles schon gehört, aber noch nicht. Woher kennen Sie mich? Von Flair. Was? Ich hab dich jetzt akustisch nicht verstanden. Ob du Anna schon mal an der Möse geleckt hast? Hast du Anna schon mal an der Möse geleckt? Fragt der Motherfucker. Warte mal. Bist du irgendwie bekannt oder so? Was stellst du dir für Scheißfragen? Bist du irgendwie krank? Du wie redest du? Was ist das für eine Frage, du Kranke? Nee, Digga, hab ich nicht. Dafür aber deiner Schwester. Ich bewerbe mich bei Seven Worlds Wild. Magst du mein Outro machen, das Video? Ja. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist Knossi, ich bin Benzi. Liken. Liken, kommentieren. Er wäre gerne bei Seven Worlds Wild dabei. Oh, scheiße. Ja, aber es ist nicht einer von uns. Oh, Mann. Kann ich nicht sagen? Ja, genau. Ja, ja. What fragrance do you wear? Sag mal, ich komme nicht drauf. Ist Jeremy Fragrance irgendwo in der Nähe? Nee, bitte nicht. Front. Ja, das habe ich auch gesehen auf TikTok. Der Spur war immer mit dem Gottschild. Genau. Da sind über die Hälfte, glaube ich, zwischen 16 und 25. Bisschen älter. Und ich erkenne auch immer, wenn mich Leute nach dem Bild fragen, wenn sie mit ihren Kumpels gehen oder wenn sie sich ein paar Mal angucken. Und ist spannend. Kommen wir nicht schon mit. Sehr spannend. Vielen Dank, Eli. Viel Erfolg weiterhin. Doch, der war doch vom ersten Ding dabei, oder? Dieser Typ, der da so rumgebrüllt hat. Moin. Hallo, moin. Gibt's einen Partner, wo du wirklich sagst, wenn die jetzt kommen würden, da würde ein Traum erfüllen? Mercedes. Ja, zwar nichts mehr. Kannst du dich noch dran erinnern, was da passiert ist? Ja, ja, gab's mal ein bisschen Ärger. Also erstmal habe ich das VIP-Leasing verloren, weil mich ein alter Opa angezeigt hat. Aber der hat mir den Mittelfinger gezeigt und ich habe ihn nur zurückgezeigt. Bitte du an Bord. Ey! Marcel, das sind Geschichten, die haben die meisten Leute schon wieder vergessen. Egal. Aber den VIP-Leasing gibt's, glaube ich, nicht mehr. Also gibt's, glaube ich, schon. Ich habe eine Sony A7III, also 3i Alpha, wie auch immer, keine Ahnung. So eine Kamera. Nein, gehst du Gym, Bro, guck Bizeps an. Willst du Bizeps sehen? Krass, gell? Richtiger Gym-Bizeps, heftig, ne? Ja, krass. Nee, ich muss halt bei meinem Rücken trainieren, weil sonst mein Rücken auseinanderbricht wegen Skoliose, aber das war's dann auch schon wieder. Nee, Mann, was wollte ich sagen? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen, Digga. Genau, VIP-Leasing gibt es, glaube ich, nicht mehr so, aber, also nicht mehr so, wie es früher war mit diesem 1%. Neue Aufholen! Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das mit Mercedes niemals wieder was wird, weil dann irgendein Zuschauer von mir, der hat sich auf die Instagram-Seite Mercedes Deutschland mit 12 Millionen Abonnenten reingehackt und hat mein Bild als Profil mit reingemacht. Und das ist der, dann war es komplett. Bist du neben, Digga? Ja, das habe ich auch gesehen. Bei Mercedes! Mercedes folgt jetzt auch AfD-Bund. Da war einfach die ganze Zeit auf der offiziellen Mercedes-Seite so ein hässliches Bild von mir drin. Also wirklich. Moin. Servus. Aber du hattest natürlich nichts mit zu tun, um jeden rechtlichen Anspruch von dir zu weisen. Der hat mir sogar geschrieben. Hallo Montana, hacked by cats. Ich würde so gerne so viel sagen, was er machen soll. Du hattest natürlich nichts mit zu tun. Jo, Digga, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Ah! Hier ist das Profilbild, oder? Das hat er nicht in deinem Auftrage gemacht. Ja, nee. Er hat geschrieben, ich liebe dich, Montana Black. Sollten das jetzt nicht supporten, oder? Ich supporte gar nichts. Ich mache mir Spaß draus. Was kann ich dafür, wenn die so doof sind? Hallo, ich bin hier mit Monte aktiv, Digga. Ich bin dein größter Fan. Ja, aber das weißt du wahrscheinlich schon. Ist wieder hier in Gang, ja. Okay, auf jeden Fall wollte ich sagen. Wer ist das? Warum ist die. Wieso er nicht in Gang? Das kennt man die, oder was? Starker Auftritt. Dankeschön, danke. Außerdem mag ich deine Tattoos. Dankeschön. Und ich wollte fragen. Achso, ja, stimmt. Hattest du schon mal einen Finger? Oft. Ich auch. Oh Mann, Digga, das ist Revis Freundin, glaube ich. Ja, krass, geiles Video, wirklich. Geiles Video, das ist wirklich. Ich feier. Ich mag.